Das Spiel wird uns so fertig machen. Das Spiel wird uns zerstören, das weiß ich. Dieses Spiel wird uns richtig hart bumsen. Ich muss es leider so sagen. Schimmer deine Nuggets. Okay, wir beobachten mal. Ich werde zwischenzeitlich eine Nuss essen. Entschuldigung. Ich bin so müde. Immer wenn ich Nüsse esse, werde ich ziemlich wach. Da ist ein Ding. Eine Energielieferung. Eine Nuss. Gott sei Dank habe ich nur ein Auge. Seine Hand. Schon krass gemacht. Was im Auge. Scheiße. Ich muss wahrscheinlich warten, bis das hier komplett. Wow. Okay. Zu ungeduldig. Klar. Ich war zu ungeduldig. Ich weiß selber. So groß gerade. Ich hab gar keine Übersicht mehr, wo ich hin sollte. Und gerade bin ich ja auch nach oben gegangen und nicht nach unten. Und oh. Okay. Ladebildschirm. Ich hoffe, ich fange das ganze Kapitel nicht nochmal von vorne an. Das wäre nämlich echt nicht gut. Oh Gott. Wir spielen das heute durch. Komm, machen wir einfach. Spielen wir heute durch. Ganz gechillt. Spielen wir es heute durch. Ich schaff das. Ich schaff das total. Scheiße. Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer an manchen Stellen. Für mich. Okay. Ja, da geht's. Ich mach mal den hier. Einfach, damit ich das ein bisschen gemütlicher machen kann. So. Okay, das ist super. Danke, Spiel. Danke, das ist echt gut. Ich hätte gern eine Hintergrundinfo zu ihm. Es gibt hundertprozentig eine. Hundertprozentig. Alter, jetzt geht ihm ein, ey. Ist der hinten okay? Okay. Hier hingehen. Ich hoffe, ich schaffe das. Fuck. Oh, Mist. Okay, ich war. Ah, da war ja nichts mehr zum Verstecken.
Warte, ich muss jetzt losrennen. Okay, kein Problem. Ich bin völlig motiviert, auch wenn ich jetzt gerade echt nicht so motiviert hier sitze. Aber ich bin völlig motiviert, wir schaffen das. Es wäre doch gelacht. Boah. Das ist besser als die Olle, die uns dann hinterher gerannt kommt. Hä? War das hier? War das jetzt hier? Ich glaube, das war nichts. Alles in Ordnung, glaube ich. Hier hängt noch alles. Gut. Die Ladebildschirme sind doch ein bisschen lang, aber das überleben wir. Wenn das zu oft passiert, ne, dann schneide ich auf jeden Fall die Ladebildschirme raus. Meine Haare sind noch nass gewesen. Deswegen hängen die hier manchmal so und das zieht so sehr. So, alles geil, danke schön. Ja doch. Ne, es ist gar nicht. Muss doch wieder hier anfangen. Okay, keine Panik. Oder warte, wir machen es so, wir machen es so. Warte, ich schreibe mir jetzt die Zeit auf. 52, ne? Warte. Warte, ne. Warte, so. So, ab jetzt gibt es einen Schnelldurchlauf zu ganz komischer Musik. Da bin ich wieder. Boah, furchtbar war das jetzt. Furchtbar. Achso. Da können wir nicht rein. Meine Fresse. Breaking news from the scene. Mr. Pitcheim and Abel, the leader of the bikers and the main suspect of the robbery cases, has now parted from the main group and the police are chasing him. We're staying with this event and keeping you live. This is Cesar Hunsewet reporting. Und gleich kommt er wahrscheinlich, sie haben ihn ein Auge ausgestochen. Oh, er verlor dabei ein Auge. Vierte Etage. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Eine Tür, in der wir nicht rein können. Warum? Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch scheißegal. Hier ist total gruselig. Jane, I'm coming. Okay, machen wir. Wir haben, I got to get to this. Ich musste durch den dritten Stock nachts über Deutsch. Ich musste nachts oft in den dritten Stock. Seit neuestem. If I didn't return the key, I leave it in the safe in my office. Okay, wenn ich den Schlüssel nicht zurückgebracht habe, dann werde ich ihn in meinem Safe aufbewahren, in meinem Büro. Okay, wir haben Police Station. Gut, den brauchen wir. Wir müssen also. Wir müssen also zu einem Safe und die anderen Schlüssel kann ich nicht mitnehmen. Und hier können wir logischerweise nicht rein. Gut. Da müssen wir hin. Können wir aber nicht, weil wir
Ins Police Office müssen in den ersten Stock. Okay, in den ersten Stock. Erster Stock, zweiter Stock. Ich wollte trotzdem mal gucken. Und erster Stock. Hallo? So. Erste Season. Haben wir hier irgendwas? Hier irgendwas? Kein Sammelobjekt, nichts. Lass mich verarschen. Achso! Das war, hä? Was? Scheiß drauf, wir zeigen keine Angst. Ich gucke jetzt einfach, was hier ist. Ist mir scheißegal, ich gehe jetzt hier überall rein. So. Ich warte hier nicht noch unnötig. Wenn ich da was höre, dann gehe ich nicht aus Angst nicht hin, sondern ich gehe aus Angst erst recht hin. So regen war die Scheiße jetzt. Kannst du vielleicht doch hier lang? Hier, komm. Entschuldigung! Entschuldigung, der Herr! Bitte kacken Sie weiter! Es tut mir leid! Uhuhu! Uhuhu! Geil eigentlich. Also nicht geil im Sinne von geil. So, einfach nur geil gemacht jetzt. Da sitzt da einfach einer und schreibt mich an. Also, die Monster, die hier sind, die müssen auch mal kacken und beschweren sich, wenn ich da jetzt einfach hingehe und die dabei störe. An sich jetzt nichts Schlimmes. Okay. A Preta is a type of ghost widely... Oh Gott, hier haben wir wieder... Okay. Also, ein Preta ist ein Geist, der bekannt ist aus dem Buddhismus, Hinduismus und auch aus anderen Religionen, die denen dazugehörig sind. It is said to be a ghost that suffers an eternal hunger. Okay, es ist ein Geist, der einen endlosen Hunger und Durst erleidet. There's a belief that those who were committed to... es gibt da einen Glauben. Und diejenigen, die die tödliche Sünden begangen haben, so zum Beispiel wie stehlen, while living be reborn is... Okay, zum Beispiel wie stehlen. Die werden wiedergeboren als Preta. Thailändische Menschen glauben auch daran, dass wenn du deinen Eltern wehtust oder irgendetwas antust, wirst du direkt als Preta, also als so ein Geist, der immer Hunger und Durst hat, wiedergeboren. Die Preta ist eigentlich, das ist toll, eigentlich eine sehr, ja, eine große Kreatur, so groß wie eine Palme, und hat eine Hand so groß wie, das war gerade draußen ein Preta, so groß wie ein Palmenblatt. Ein Mund, der so klein ist, small as a pinhole, oh. Also es hat einen ganz, ganz kleinen Mund, das konnte ich jetzt nicht richtig erkennen. Und es wird sein Leben lang so leiden für all die Sünden, die es begangen hat. Geil. Dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen hier gleich den Safe. Das ist aber ziemlich groß. Also es ist ein Wohnhaus oder ist es ein... Es war kein Wohnhaus, oder? Wir haben angefangen in dieser Hütte. Und da haben Leute gewohnt. Dann sind wir... hier gelandet. Wir sind ja nicht direkt hier hingegangen. Wir sind hier gelandet. Und das ist halt eher eine Art Bürohaus, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ist alles so seltsam. So, da kann ich nicht rein. Ja, krieg dich ein, Spiel. Krieg dich ein. Ich kann leider nicht erkennen, was da drauf steht. Okay, okay. Kann ich auch nicht rein? Hier kann ich rein. Okay, ich drücke E, aber kann hier noch nichts machen. Das kommt wahrscheinlich noch. Wir merken uns das. Ich kann aber in einem Walkie-Talkie... Okay, kann ich auch nichts machen. Boah. Es ist ziemlich groß hier alles. Ich werde hundertprozentig was übersehen. Das übersetzt er mir nicht. Der Safe.
Was? Hör auf. Hör auf. Ich will nur an den Safe. Um an den Safe zu kommen, muss ich aber zuerst das Passwort haben. Ja, das habe ich jetzt natürlich irgendwie nicht bedacht. Ich stehe ein bisschen unter Stress. Okay. Da war da irgendwas. Nein, das war nur ein Glanz. Das Spiel ist übrigens zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht draußen. Obwohl, doch, heute ist Release. Ich kann also, selbst wenn ich wollte, nirgendwo nachgucken. Ich weiß, wofür ich den brauche. Jetzt können wir nämlich gleich dieses Verdeck abmachen. Okay. Hier kann ich nicht rein und hier kann ich auch nicht hoch. Gut. Das habe ich also durch. Ich mache das erstmal. Und dann gucke ich mal weiter. Weil ich glaube, so kann ich in einem Raum, wo ich vielleicht das Passwort finde. Weil da vorne geht nämlich die Tür nicht auf. So. Dann machen wir das mal auf. Ich weiß übrigens nicht, wie lange das Spiel geht tatsächlich. Ich habe aber heute erfahren, dass Silvio 2 auch noch im Oktober kommt und bin so happy deswegen. Hä? Warum? Warum? Okay, lass mich raten, ich werde es noch erfahren. Ich werde es noch erfahren. Fuck. Okay, wir brauchen das Passwort. Lass mich überlegen. Da hängt die Jacke von ihm ja ziemlich auffällig. Deswegen würde ich eigentlich denken, dass ich vielleicht das Passwort aus der Jacke bekomme. Aber nichts. Okay, das spiegelt sich nur. Gut, dann gucken wir mal. Lass mich raten, ihr habt schon gesehen. Ihr habt schon gesehen. Ich stehe wieder mal auf dem Schlauch. Oder? Habt ihr es doch nicht gesehen? Hier vielleicht? Nein. Was ist denn mit der Anne? Immer wenn ich hier hingehe, redet hier jemand. Oder nicht? Ich hoffe so sehr, dass hier kein Passwort steht, weil ich verstehe kein Wort. Aber das wird auf jeden Fall übersetzt werden. Ah, geil. Dankeschön. Okay. 9, okay. 09, 06, 01. Gut. Dann wollen wir mal. Nein, warte. Okay. 09. 90. Ich dachte, ich hätte es vielleicht richtig. Okay, warte. 090601. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, Saves und ich, ne? Absolut in jedem Spiel. Im ausnahmslos jedes Spiel. Okay, ich habe da noch einen Hinweis. Das ist der Save. Das ist jetzt der Hinweis. Denke ich mal. Aber 090601. Wenn ich es so mache, 0.
9? Siehst du, ich kann das ja, ich kann die nur nicht nochmal machen. Ja. 3, 0, 9, 0, 6, 0, 1. Nur 9, 0, 6, 0, 1, 0, 9. Okay, warte, warte. Eine 6? Vielleicht ist es so gemeint. Genau, vielleicht ist es einfach umgekehrt gemeint. Warte mal. Ja. Es müsste die... Es entweder 10, 9, 6... Ich mach mal 10, 9, 6. 10 und dann 90 und dann 60. Oder es ist die 60, 90. Warte mal. Oh Gott, das ist so blöd gerade hier. Aber es ist die 60, 90, 10. Es müsste eigentlich. Wir gucken mal. Gut. 10. Also erstmal Reset. So. Und dann 10, 90 und die 60. War's nicht. Okay, dann 60. Erstmal den hier. Okay. 60, 90, 10, 90, 60, 10, 90, 60, 10, 90, 60, verdammte Scheiße. Ich hab das doch richtig gemacht. Ich hasse Saves. Sie sind voll kacke. Warte mal. Das ist so blöd einfach. Und eigentlich macht es mir sogar Spaß, aber... Ist es vielleicht die 70 gemeint? Ne, es ist ein Strich. Es müsste die 1 sein. Okay, nehmen wir mal an, für die 10 ist nicht wirklich die 10 gemeint. Es muss die 10 sein. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht die 7 sein könnte, aber ne. Warum nehme ich immer zu 10? Ich glaube nicht, dass die 7 damit gemeint ist. Warte. Mann, ich bin doch nicht blöd. Das ist doch eigentlich, wenn unten der Strich ist, eigentlich, weil... Ne, weißt du, weil wegen 09, 06 macht ja gar keinen Sinn. Und dann drehen wir das Ganze einfach um. Dann haben wir 10, 90, 60. So, wenn wir das so umdrehen, müsste ich bei der 10 anfangen. Ist das links irgendwie ein Hinweis, mit welcher Zahl ich davon anfangen soll? Dann scheiß doch, dann probiere ich jetzt einfach ein bisschen rum. Dann machen wir mal... 60, okay. 60, 90, 10. Wo fängt er jetzt an? Bei der 10? 10. Das hatten wir ja gerade. Vielleicht 10, 90, 60. Leck mich. Okay. Wie immer an dieser Stelle. Verschnellerte Musik. Gucken wir mal. Okay. 0, 1, 14.
Wir sehen uns gleich wieder. Ich glaube, ich hab's. Deswegen weiß ich auch, wieso es so umgekehrt geschrieben ist. Wir hatten ja immer probiert 10, 90, 60 oder 60, 90, 10. Und aufgeschrieben als erstes hatte ich 0, 9, 0, 6, 0, 1. Jetzt guck mal, wenn ich oben die 10 mache, ne, habe ich unten eine 0, 9. Wenn ich jetzt hingehe und ich mache hier eine 0, 6, die unten ist da, eine 0, 6, und mache jetzt, oben habe ich jetzt eine 40. Und ich mache jetzt eine 0-1. Oh Gott, ich hoffe, das klappt. Scheiße, die habe ich doch schon. Hä? Und ich kann gleiche Zahlen auch nehmen. Okay. Ja. Ja, es macht Sinn, aber scheiße. Es ist doch scheiße, ey. Okay, ja. Ich habe zwischenzeitlich Pause gemacht, ich habe zwischenzeitlich mehr Nüsse gegessen und mit meiner Nusspower jetzt habe ich den Polizeistations... Wir sind tatsächlich die ganze Zeit in der Polizeistation. Okay, da haben wir das Rätsel auch gelöst. So sieht der Schlüssel aus. Das ist wunderschön mit einer Nummer hinten drauf. Und ansonsten haben wir hier nichts.